Ich stecke fest im Moor. Komme ich da alleine wieder raus? Wie gefährlich sind Moore wirklich? Da sind wir. Das ist der Ort, an dem ich gleich versinken werde. Und da ist Gerd Schmidt. Hallo Gerd. Hallo Erik. Du bist Klimaforscher, forschst auch am Moor. Richtig. Bist jetzt aber erstmal dafür zuständig, mich zu sichern. Ne? Genau. Weil Idealfall wäre, ich komme allein da raus. Falls nicht, haben wir hier einen Sicherheitsgurt. Mhm. Und den legen wir erstmal an. So machen wir das. Und dann bist du für meine Sicherheit zuständig. Hoffentlich schaffe ich das. Oh, das geht schon mal gut los hier. Dieses Moor hält einen fest und zieht einem fast die Stiefel aus. Ich denke mal, ich lasse die vielleicht hier am Rand, oder? Sonst verliere ich die im Moor. Könnte besser sein, wenn du da richtig einbrichst. So, Gurtzeug ist auch angelegt. Das heißt, ich bin bereit, ich bin gesichert. Jetzt geht's rein. Zuerst taste ich mich von Bult zu Bult. Jetzt ist nur die Frage, wie lange hält diese Schicht hier oben? Jetzt ist sie hier, glaube ich, durch. Also was ich im Moment noch am unangenehmsten finde, ist gar nicht unbedingt, dass ich hier feststecke, sondern dass es sofort super kalt wird. Meine Füße sind eiskalt, habe ich kaum noch Gefühl drin. Wie kalt ist das hier drin? Na, ich schätze 7, 8 Grad höchstens. Rechtes Bein hoch. Da finde ich aber keinen Halt. Linkes geht weiter rein. Oh, es geht. Doch, ich ziehe nicht, ich ziehe nicht. Aber ich habe unten keinen Halt. Ich kann mich hier am Gras ein bisschen hochstützen. Aber die Beine, die kommen nicht raus. Sind die festgesaugt oder? Ja, ich habe keinen Halt. Das ist halt wie Wasser hier. Ja. Aber wenn ich gar nichts mache, so, passiert nichts. Ja. Oder? Also wenn ich mich nicht bewege, werde ich nicht aktiv reingesaugt. Du hast ja auch den Auftrieb im Wasser. Dein Körper hat Auftrieb und dann der Moorkörper stützt sich von den Seiten auch. Ich kann also einsinken, aber nicht versinken. Der Auftrieb und die Dichte macht's. Kennt ihr vom Baden. Wasser besteht aus vielen kleinen Wasserteilchen. Wenn etwas hineinfällt, möchten diese Teilchen eigentlich keinen Platz machen und drücken erstmal dagegen. Das nennt man Auftrieb. Ist der Gegenstand aber zu schwer, geht er im Wasser unter. Dann ist da noch die Dichte der Teilchen. Der Moorschlamm besteht aus Wasser und aus Pflanzenresten. Durch die Pflanzenreste ist das Moorwasser viel schwerer als gewöhnliches Wasser. Moorwasser hat also eine höhere Dichte als Wasser und sorgt so für einen größeren Auftrieb. Es hält den Menschen an der Oberfläche und ich kann im Moor nicht versinken. Du könntest mal versuchen, mehr in die Waagerechte zu kommen, dass dein Körper da mehr Auflage auf der Moorschicht hat. Aber wie soll ich da hochkommen? Was ich versuch's. Irgendwie muss mein Oberkörper höher. Gerd meint, hin und her schwingen. Das ist echt, das kostet viel Kraft. So, jetzt ist mein Oberkörper schon ein bisschen weiter raus. Ja. Die Beine stecken halt. Was soll ich machen? Soll ich die Beine versuchen, eins hochzuziehen? Dann geht das andere wieder tiefer, ne? Du musst dich oben abstützen und dann kannst du einzeln nachziehen. Es ist so ein bisschen, als würde mich das gefangen halten hier. Das ist ein bisschen Vakuum auch, was du vorhin mit dem Stiefel mitgekriegt hast. Das saugt so, das saugt fest. Ja. Das passiert auch dort unten. Das Vakuum hält dich dort fest. Vakuum ist so ein bisschen wie wenn ich was trinken würde, ne? Und mich so festsauge an einem Becher. Ja, dadurch genau. Wird es festgehalten. Das ist ein guter Vergleich, ja. Ein Vakuum ist ein luftleerer Raum. Wenn ihr die Luft aus einem Becher saugt, entsteht so ein Vakuum. Der Becher hängt fest. Auch zwischen mir und dem Moorschlamm ist keine Luft mehr. Auch ich hänge fest. Nur Luft kann das Vakuum auflösen. Das fühlt sich an, als würde einer unten meine Beine festhalten. Mhm. Aber es ist nur das Vakuum. Das ist krass. Da ist keiner. Je stärker ich schwinge, desto mehr Luft kommt an mich dran. Ich
das Erste? Oh, es ist befreit. Wow. Aber es ist wahnsinnig kraftaufwendig. Die Kälte und die Kraft, die man braucht, ist viel schlimmer, als dass das Moor einen irgendwie festhält. Jetzt liege ich hier und jetzt kann erstmal nichts passieren. Kalt ist es trotzdem. Wie komme ich jetzt raus? Ich hab's geschafft, mich durch das Hin- und Herschwingen aus dem Vakuum zu befreien. Jetzt muss ich auf festen Boden kommen. Es ist einfach eiskalt. Das ist doch eigentlich das Problem eher, oder? Wenn ich jetzt im Moor stecken bleibe, gar nicht, dass mich das runterzieht, weil das tut's ja nicht von selbst, sondern eher diese Kälte. Die Unterkühlung, die macht dich dann irgendwann fertig. Ja, also ist der Todesgrund gar nicht, jemand wird ins Moor reingezogen, sondern jemand steckt drin und erfriert eigentlich. Oder ist einfach so lange da drin, steckt fest, dass er vielleicht verhungert oder was auch immer. Ne? Aber ich habe ja meine beiden Moorexperten und bin draußen. Geschafft. Boah. Es ist wahnsinnig anstrengend, eiskalt. Ich glaube, der Trick ist ein bisschen Ruhe bewahren. Dann kann man das hinkriegen. Doch ein Trip ins Moor kann tödlich enden, denn der Körper kühlt einfach super schnell aus und es ist verdammt schwer, sich dann noch zu befreien. Also Achtung vor Mooren. Wie ist denn das bei euch? Wart ihr schon mal in einem Moor unterwegs? Schreibt uns doch einfach mal in die Kommentare. Für die nächsten spannenden Clips abonniert einfach unseren Kanal. Und wenn ihr wissen wollt, wie man sich aus einem Eisloch in einem zugefrorenen See befreit, dann klickt einfach hier.